Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play für 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Meister von Baku. Das Training war doch schon mal super. Jetzt müssen wir das auch im Ganzen noch im Qualifying umsetzen und im Idealfall morgen natürlich auch im Rennen. Ja, schauen wir mal, wie es läuft, ob es läuft, was läuft, wie auch immer. Willkommen zum Qualifying in Aserbaidschan. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün geht und die Fahrer um die Pole Position kämpfen werden. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Genau, so ist das. Gut, dann gehen wir auf die fliegende Runde. Wir wollen ja die Zeit nutzen oder die Zeit setzen, so ist es eigentlich richtig, hier in der Qualifikation, um ja, im Idealfall morgen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen hier und eventuell sogar ein paar mitzunehmen. Weil ich mag die Strecke, es ist nicht mag die Strecke nicht, so rum ist es richtig, weil eigentlich ist es nicht so meins. Keine Ahnung, ich habe noch nicht keine guten Erinnerungen, bisher noch keine guten Ergebnisse. Damals von McLaren böse verkackt mit Mercedes in der waren wir eigentlich quasi chancenlos auf den Sieg. Und heute wollen wir mit dem Williams, also zumindest chancenlos auf den Sieg sind wir auch heute. Sind wir auch überhaupt dieses Wochenende. Ich glaube nicht, dass wir nicht die Saison wären, aber wie ich glaube nicht, warte mal. Moment, ich muss. Ja. Okay, passt. Zu spät gebremst, wir bremsen. Wir müssen es auf jeden Fall lernen, dass wir ein bisschen. Verstappen vorne mit der 1,43. Keine Zeit wahrscheinlich, wo wir rankommen werden. Diesmal sind wir dahinter. Training haben wir ihn gestern gepackt. Wo wir die Zeit noch knacken können. Eine 44er Zeit fahren.
Für die 43er Zeit ist möglich mit dem Auto. Ja, 45er Zeit müsste drin sein, wenn alles gut läuft, 45. Ja, scheiße. Zurück in die Garage. Ja, das ist halt das Problem. Platz 15. Ja, das ist klar. Irgendwie eine Klatsche. So far, our fastest lap is a 144.6. 44.6. Also das ist klar. Wir sind eine halbe Sekunde hinter unserem Teamkollegen. Irgendwie komme ich nicht an die Zeiten ran, die ich dann im... ja gut, wir sind ja fast alle auf Mediums und so gefahren, ne? 16 momentan nur. Nur einfach Alex Albon. Magdus ist noch ohne Zeit, Weber noch ohne Zeit, Bottas noch ohne Zeit, 17 da. Also wie gesagt, Baku ist nicht meine Strecke. Gut, ich komme sofort wieder. Wir gucken mal auf die Dings, was gerade so... Irgendwie will der uns nicht die Zeiten geben. Haben wir unseren Teamkollegen gerade mal auf der Strecke? Nee, haben wir nicht. Dann gucken wir Lukas Weber zu. Ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Lukas Weber momentan auf 7. Also die Alpha, die räumen momentan auf. Wir hängen momentan auf P19. Die Sache, das ist eine Strecke, die mir nicht liegt. Müssen auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich sogar, ich werde jetzt gerade mal eine Schaltung rausnehmen, wie da das mit dem Fahrhilfen. Ich nehme die mal raus, weil ich brauche die Strecke jetzt gerade für mich. Mit dem Schalten, die würde ich jetzt gerade mal komplett übernehmen lassen. Weil ich will mir eine Zeit zumindest ein bisschen hochziehen. Wenn man das jetzt... Okay. Kleinen Sprung will ich auf jeden Fall noch machen. Ich will da hinten weg von Platz 19. Schön in die Wand. Rechts, links, rechts, links.
Oh, willst du mich verarschen? Es sah so gut aus gestern, es sah so gut aus. Mal gucken, was funktioniert. Auf 7. Fahrer vor mir. Perez muss ich fahren. Vielleicht reicht es nochmal für eine gute Runde, für ein gutes Ergebnis. Es könnte jetzt nochmal einen kleinen Sprung geben. 42. Und keine ERS mehr. Das ist das Problem. Das frisst mir gerade die Zeit weg. Ich befürchte, dass wir sogar nur keine 42er Zeit geknackt bekommen. Platz 6. Mehr war nicht drin, mehr nicht drin. Weil der Perez sich, glaube ich, nochmal um einiges verbessert hat. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Bottas und Sebastian Vettel. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, wir hätten den Hamilton sogar packen können, wenn wir das DRS komplett gehabt hätten. Spanien werde ich auf dem Schalt wieder einschalten. So. Gut. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, gut. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019. Und dann geht's weiter mit dem Rennen. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Ciao.